Und nun Gottfried Weise. Willkommen und bietet Ihnen zunächst den Service, der Sie sicher ganz am meisten interessieren wird. Die Formationen beider Mannschaften. Die DDR-Mannschaft beginnt mit einer Elf, die keine Überraschung in sich birgt. Im Tor erwarten wir René Müller mit der 2. Das ist der Kapitän der Leipziger. Dann mit der 2 Ralf Hauptmann der Dresdner. Das ist Frank Rode mit der 3. Mit der 4 Andreas Trautmann. Mit der 5 Matthias Lindner. Mit der 6 Jürg Stübner. Mit der 7 Matthias Sammer. Mit der 8 Hans-Uwe Pilz. Von ihm hoffen wir, dass er Regie führen kann in dieser Partie. Mit der 9 Ulf Kirsten. Mit der 10 Ralf Minge. Und mit der 11 Andreas Thom. Das ist der verantwortliche Trainer der DDR-Mannschaft, Manfred Zapf. Das ist der Unparteiische aus Dänemark, Herr Jan Damgaard. Und er wird in Sekunden die Partie freigeben. Das Spiel läuft im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion. Angenehme Temperaturen, fast sommerlich, gute äußere Bedingungen. Und jetzt fehlt nur noch ein gutes Spiel, sprich ein Sieg. Das wäre die Chance, um auch die türkische Mannschaft anzubieten. Die Gäste im Tor mit Engin in seinem zweiten A-Länderspiel. Mit der 2 Recep, der Rechtsverteidiger. Mit der 3 Semi, der linke Verteidiger. Mit der 4 Sünnet, der Kapitän. Mit der 5 Keskin Gökhan, der Libero. Mit der 6 Yusuf, das ist der Neue für Kedal Ersar. Mit der 7 Oyur. Mit der 8 der Starter 11 Ritwan. Mit der 9 Oğuz. Mit der 10 Tanju, vielleicht noch berühmt als Ritwan, und mit der 11 Ünal. Und das ist der Trainer der türkischen Mannschaft, Tirnas Tirpan. Und während wir diese Formation eingeblendet haben, war gerade eine Spielunterbrechung. Freistoß für die Gäste, für die türkische Mannschaft. Und erstes Achtungszeichen. Nach gut einer Minute der Service von der Regie. Und hier haben wir Tanju Kollak, Europas Rekordschütze vom vergangenen Jahr, der René Müller zur ersten Parade zwingt. Den Schiedsrichter hatte ich schon genannt, Jan Damgaard aus Dänemark. Er wird unterstützt an den Linien von Lund, Sörensen und Mikkelsen. Sammy. Gegenüber dem Finnland-Spiel hat unser Trainertrio auf drei Positionen Änderungen vorgenommen bzw. notgedrungen vornehmen müssen. Mit der Rückkehr von Pilz, Minge und dem Einsatz von der ersten Minute von Hauptmann wurde das Dresdner Element in der Auswahl auf 7 Akteure erweitert. Für viele eine logische Konsequenz, aber sicher auch eine, die gewagt, riskant ist. Aber wer nichts wagt, kann bekanntlich nichts gewinnen. Festgehalten von Ünal mit der 11. Es wird Freistoß geben für die DDR-Mannschaft. Ja,
Es läuft im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion die dritte Minute. Beim Stande von 0:0, Hans-Uwe Pilz. Und der erste Eckball folgt. Erneut getreten von Pilz. Kürsten auf Stübler. Tja, alle Sprüche zählen jetzt nicht mehr. Auf diesen Nenner könnte man die Ausgangsposition vor diesem WM-Qualifikationsspiel DDR-Türkei bringen. Schätzungsweise 20.000 Zuschauer sind bei angenehmem frühlingshaften Wetter ins Magdeburger Ernst-Grube-Stadion gekommen. Darunter schätzungsweise auch 2.000 türkische Fans. Nachgehakt von Pilz gegen Jur mit der 7. Hier ein Blick auf die Karawane der türkischen Anhänger. Gut gedachter Pass auf Rıdvan mit der 8. Rıdvan mit der 8 und Tanju mit der 10. Die beiden, die zuletzt in der Weltauswahl gespielt haben. Hier sehen wir Rıdvan, der zuletzt auch das 1:0 in Griechenland erzielte. Mittlerweile wirklich weltbekannt geworden. Und er wird von Ralf Hauptmann beschattet. Vom nahezu international unbekannten Dresdner. Und an so einer Aufgabe kann man eigentlich nur wachsen. Und das ist Tanju, der Rekordschütze Europas aus dem vergangenen Jahr. Er traf bisher dreimal gegen die DDR-Mannschaft, im März 87 bereits beim 3:1-Sieg der Türken und auch im vergangenen Jahr mit 2 Treffern erfolgreich beim 3:1 WM-Qualifikationsspiel in Istanbul. Und Tanju Kolak mit der 10 soll Andreas Trautmann bewachen. Gefährliches Spiel von Ralf Minge. Das hat Damgard durchgehen lassen. Sie merken schon in dieser Anfangsphase, die Türken suchen diesen schnellen Mann mit der Nummer 8, der uns schon viel Kopfzerbrechen bereitet hat in Istanbul. Rıdvan mit der Nummer 8. Vom türkischen Tabellenführer Fenerbahçe Istanbul. Vielleicht noch etwas zur Grundformation unserer Mannschaft. Die beiden Manndecker vor Libero Rode sind also Hauptmann gegen Rıdvan, Trautmann gegen Tanju Kolak. Lindner spielt mehr oder minder Linksverteidiger ohne direkten Gegenspieler. Im Mittelfeld Pilz, Sammer, Stübner, Minge etwas vorgeschoben. Und die beiden Spitzen Kirsten und Thom sollen nach Aussage der Trainer möglichst von den Flügeln kommen, um Sammer und Minge die Räume nicht zu nehmen. Und Sammer und Minge sollen natürlich die beiden Angriffsspitzen unterstützen. Manfred Zapf, der verantwortliche Auswahltrainer, der hier 73 gegen Albanien im WM-Qualifikationsspiel als Libero für die DDR beim 2:0 Erfolg dabei war. Hier haben wir die Auswechselspieler eingeblendet. 12 Köhler, Karl-Marx-Stadt, 13 Wosch, Halle, 14 Wuckel Magdeburg, 15 Doll vom BFC Dynamo und mit der 16 Weißflog
von Wismut Aue. René Müller im 46. Länderspiel, damit der erfahrenste Akteur unserer Mannschaft. Bei vielen tauchte die Frage auf, wie wird es sich auswirken, dass wir keinen gelernten Außenverteidiger aufbieten bzw. aufbieten können. Denn Döschner, Schössler, Kreher, alle nicht einsatzfähig. Wird das Dresdner Element mit 7 Akteuren befruchtend auf unsere Auswahl wirken? Das sind Fragen, die erst das Spiel beantworten wird. Rüdwan. Dieser Mann kam für Fatih in die Mannschaft, Fatih, der in einen tragischen Unfall verwickelt war. Im Februar stieß der Bus von seinem Club mit einem LKW zusammen. 2 Spieler fanden den Tod und der Trainer Fatih noch verletzt. Deshalb Engin jetzt im Tor der türkischen Mannschaft im 2. A-Länderspiel, während René Müller, der Kapitän, im 46. steht. Recep, der Außenverteidiger von Beşiktaş, 28-jährig, einer der Erfahrenen. Mit der 5, Libero Gökhan. Und hier haben wir die Auswechselspieler der Gäste. Süleyman, das ist der Ersatztorwart, dann 13 Mustafa, 14 Gökhan, 15 Erdal, 16 Feas. Erdal also aus der Ersatzbank, ein Mann mit Regiequalität. Den Mann haben wir ihm bereits vorgestellt, den kennen Sie. Rüdwan. Minuten gespielt im Ernst-Grube-Stadion in Magdeburg im WM-Qualifikationsspiel zwischen der DDR-Mannschaft und der Türkei.
0:0 der Torestand. Nach Ecken eine 2:0 Führung für die DDR-Mannschaft. Das ist der Gästetrainer Tirnas Tirpan und das Selbstbewusstsein der türkischen Fußballer drückt sich unter anderem darin aus, dass der Trainer verkündete, ich suche keine gute Mannschaft, ich habe eine. Dies unterstrich die türkische Mannschaft auch zuletzt beim 1:0 in Athen und selbst beim 2:3 in Österreich. Gedacht war es gut, aber untemperiert geschlagen, der Pass von Hauptmann auf Stübler. Eine Viertelstunde ist vorüber, 0:0. Und die DDR-Mannschaft hat es bisher noch nicht verstanden, mit permanentem Druck die ballsicheren Türken in Verlegenheit zu bringen. Sammer. Matthias Sammer schon ohne Fortun beim Europacup-Spiel, trotz guter spielerischer Ansätze. Auch hier überhastet, ohne gegnerische Bedrängung. Für Sie vielleicht interessant, verehrte Fußballfreunde, verehrte Zuschauer am Bildschirm, dass der Trainer Türpan sicher deshalb Yusuf mit der 6 in die Mannschaft genommen hat, um Andreas Thom auszuschalten. Denn Yusuf kam in die Mannschaft und folgt Thom auf Schritt und Tritt. Und Erdal Keser blieb dafür auf der Bank. Sammer. Lindner. Missverständnis jetzt zwischen Recep und Libero Gökhan. Vor kurzem wurde Hans-Uwe Pilz behandelt an der Spielfeld-Außenlinie. Offenbar kann er nicht weitermachen, das wäre natürlich jammerschade, denn gerade auf Hans-Uwe Pilz setzte man viele Hoffnungen, dass er da anknüpfen könnte, wo er in Stuttgart aufgehört hat. Aber offenbar hat er sich so verletzt, ja, er humpelt, deutlich zu sehen,
und für ihn wird Thomas Doll kommen. Halle, jetzt ins Mittelfeld. Ja. Sie haben vielleicht den lauten Ruf gehört. Schade, Hans-Uwe Pilz. Drücken wir ihm die Daumen, dass er schnell wieder voll einsatzfähig wird. Und Thomas Doll rief es schon laut über unser Geräuschmikrofon. Rallye jetzt ins Mittelfeld. Also Ralf Minge deutlicher in der Mittelfeldposition und dafür in hängender zwischen den Spitzen. Andreas Toben, Ulf Kirsten, nun Thomas Doll. Ja, das ist natürlich eine bittere Pille. In der 19. Minute bereits Hans-Uwe Pilz ausgeschieden. Hier sehen wir ihn neben Jörg Weißflog. Der Mann, der an der Schaltzentrale walten sollte. Wollen wir sehen, wie die Mannschaft das verkraftet, wer sich in seine Rolle hineinbegeben kann. Denn nach 20 Minuten drohte diesem Mann im Prinzip, nüchtern betrachtet, noch keinerlei Gefahr. Jur mit der 7 oft Anspielpunkt. Jetzt mit Kopfball. Oyus, Rüttwan, Oberkörperrempler. Zu kompliziert. Achtung, Rüttwan. Und Tor. Tanju Kollat. Die beiden prominentesten, die beiden torgefährlichsten. Sie produzieren das nach dem Spielverlauf nicht überraschende 0:1 in der 21. Spielminute. Keiner bei Rüttwan. Und dann stieß wie ein Habicht Tanju Kollak hinein. Hier nochmal. Tja, wer, wenn nicht er, schießt die Tore für Galatasaray oder die türkische Nationalmannschaft? Tanju Kollak. Schon in Österreich erfolgreich und zweimal in Istanbul gegen uns. Sein viertes Tor in der WM-Qualifikation. 0:1. Nun müssten aber die Alarmglocken läuten. Aber wenn Sie mich fragen, dann hat die DDR-Mannschaft schon in den ersten 20 Minuten versäumt, wirklich energischen Druck zu machen und zu zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Ja, Ulf Kirsten hielt sich die Hüfte. Schon seit einiger Zeit. Keine guten Anzeichen.
Recep. Ünal, der eigentliche Spielgestalter. Die Türken werden immer mutiger. Gut gemacht, Sammer, Kirsten, Sammer und Foul. Gelbe Karte. Gegen Gökhan mit der Nummer 5. Kirsten. Und Kirsten. Minge. Lindner. Thom. Die beste Note verdient sich bisher das Publikum, das gewillt ist, selbst bei Ansätzen, bei guten Ansätzen der DDR-Mannschaft zu applaudieren. Sammer. Ode Lindner, zu signalisiert, zu durchschaubar. Andreas Thom. Gut gemacht und Doll. Wollte noch mal querpassen, hätte aber selbst mit links schießen sollen.
Klammer. Lindner. Eine halbe Stunde ist mittlerweile vergangen. Im Magdeburger Hans-Grube-Stadion führt die türkische Nationalmannschaft nach 30 Minuten durch das Tor von Tanju Kolak nach Vorarbeit von Rıdvan in der 21. Minute mit 1:0. Und die türkische Mannschaft hinterlässt auch den homogeneren Eindruck, ist ballsicherer. Während unsere Mannschaft jetzt versucht, über den Kampf das Spiel zu finden, wobei sie sich nach wie vor schwer tut. Es fehlen Ideen, es fehlen Überraschungsmomente, es fehlen präzise Zuspiele. Das ist Rıdvan, ein 22-Jähriger, der zuletzt mit Tanju Kolak in einer sogenannten Weltauswahl in Udine in Italien zum Einsatz kam gegen Brasilien und mit dieser Mannschaft 2:1 gewann. Diese beiden produzierten auch das Tor. Und diese 1:0 Führung ist bis zum jetzigen Zeitpunkt durchaus verdient. Turm auf Minge. Korrekt. Jan Damgaard, der Däne, pfeift bisher unauffällig und das ist meist ein gutes Zeichen. Ünal. Tanju Kolak. Ünal. Recep. Rıdvan. Ja, sowas hat man im DDR-Spiel noch nicht gesehen. Der Versuch, die Grundlinie zu erreichen, um mit Eingaben in den Rücken der Deckung Gefahr zu erzielen. Wer gehofft hatte, dass die Türken vielleicht hier etwas verunsichert antreten würden, nach dem 0:4 von Galatasaray Istanbul bei Steaua Bukarest, der wird eines anderen belehrt. Immerhin 5 Akteure von Galatasaray sind hier auf dem Rasen und nicht von einer Schockwirkung zu spüren. Ganz im Gegenteil. Hauptmann. Oyuz. Wieder suchte Tanju Kolak Rıdvan.
Doll. Sammer, Stübner, Minge. Thom. Hat mal seine Schnelligkeit ausgespielt. Kopfball von Minge. Na, endlich mal eine Aktion und die bringt sofort Applaus. Obwohl unsere Mannschaft das Publikum bisher wahrlich nicht verwöhnt hat. Kirsten Lindner. Gut gemacht, Ulf Kirsten auf Andreas Thom, Matthias Sammer. Man spürt's, es läuft etwas besser, das Spiel der DDR-Mannschaft. Gut gemacht von Ralf Minge. Andreas Thom. Muss sich schneller vom Ball trennen. Sammer. Hauptmann. Minge, das kann gut werden. Aber da kam Recep noch vor Kirsten an den Ball. Attacke von Rode gegen Rüttwan. Achten wir noch mal auf diese Aktion. Das war die Kopfballablage von Ralf Minge und da wollte Ulf Kirsten zum Schuss ansetzen, aber da war Recep mit der 2 schneller. ...38 Minuten gespielt, Pferdefußballfreunde, meine Damen und Herren. Zu Hause nach wie vor 1:0 Führung der türkischen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR-Mannschaft. Ich sage das all denjenigen, die vielleicht jetzt erst hinzugekommen sind am Boden. Rüttwan, der Mann, der mit seinen langen Sprints für die meiste Aufregung im DDR-Strafraum sorgte, der auch das 1:0 vorbereitete mit einer präzisen Rückgabe und die verwandelte dann Tanju Kollak, Europas Rekordschütze des vergangenen Jahres, in der 21. Minute zum 1:0. Das ist der Stand der Dinge. Leider Hans-Uwe Pilz schon nach gut 20 Minuten wegen Verletzung aus dieser Partie. Dafür Thomas Doll vom BFC Dynamo im Dress der DDR-Nationalmannschaft.
Die 40. Minute läuft. Wir liegen mit 0:1 zurück. Und das allein sagt schon alles. Eckball für die DDR-Mannschaft. Minge, Lindner, Sammer. Attacke von Lindner gegen Torwart Engin. Gegen Sammer. Festgehalten, Freistoß für die Türken, die leichtfüßiger wirken, Antritt schneller, kombinationssicherer. Aber das darf uns eigentlich nach den Begegnungen in Österreich und in Griechenland nicht überraschen. Von Istanbul rede ich nicht. Oyus. Freistoß für die DDR-Mannschaft. Yusuf, der Schatten von Thom. Vor der Pause noch der Ausgleich. Thom. Trautmann. Lindner kann das genauso gut wie Trautmann. Matthias Sammer erhält gelb gezeigt. Hier haben wir unser Trainertrio. Manfred Zapf, Heinz Werner, Frank Engel. Glücklich schauen alle drei nicht in die Kamera. Gökhan. Rüdwan. Gut gemacht. Von Ralf Hauptmann. 2 Minuten noch bis zur Pause. Nach wie vor Führung der türkischen Mannschaft von 1:0. Thomas Doll. Und da zeigt Engin, dass er nicht umsonst gegenwärtig die Nummer 1 ist. Recep. Er dürfte schon zufrieden sein. Trainer Türkan. Es ist jetzt egal. Das heißt, es ist nicht egal, ob wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielen. Aber es ändert nichts am Pauschalurteil. Für ein Heimspiel in der WM-Qualifikation ist das zu wenig, was die DDR-Mannschaft bisher gebracht hat. Eine einzige torreife Gelegenheit registrierten wir in der 35. Minute. Nach der schönen Vorarbeit von Thom, dann den Kopfball von Ralf Minge. Ansonsten musste Engin kaum ernsthaft durch die Luft fliegen. Jetzt Lindner. Das zweite Mal.
herrlicher Volleyschuss des Leipzigers. Erst mit einem Faust und dann gedankenschnell in der Ecke, Engin. Nochmal Lindner. Ja, Foul von ihm. Es ist müßig, nun zu diskutieren, was wäre geworden, wenn Hans-Uwe Pilz nicht hätte frühzeitig ausscheiden müssen. Fakt ist, die DDR-Mannschaft fand bisher keine Stilmittel, um diese ballsicheren Türken in Gefahr zu bringen. Besonders fehlte es an Tempodruck, an permanentem Tempodruck, um die Abwehrspieler wirklich in Verlegenheit zu bringen, weil sie am Ball natürlich geschickt sind, weil sie sicher sind. Kirsten. Schauen Sie sich das an, wie sich Semmi da befreit hat. Halbzeit in Magdeburg. 1:0 führt die türkische Nationalmannschaft durch das Tor von Tanju Kolak, erzielt in der 21. Minute nach Vorarbeit von Rüdwan. Und allein das Resultat, meine Damen und Herren, ist ernüchternd genug. Ich glaube, Sie können zu Hause wirklich einen Türken gebrauchen, der aufmuntert. Hoffentlich kommen dann auch die Spieler dementsprechend für den zweiten 45 Minuten hier auf den Rasen. Das war zunächst Magdeburg. Ich rufe Ulf-Dieter Hesse im Studio in Berlin. Eigentlich soll ja ein Moderator immer freundlich dreinschauen, aber ich bin ehrlich, es fällt mir schwer, nach dieser ersten Halbzeit zu lächeln. Nichtsdestotrotz sind meine Kollegen bemüht, in den nächsten Minuten Höhepunkte der ersten Halbzeit zusammenzufassen. Wir werden sie dann einspielen. Wir wollen Ihnen etwas Zeit geben und überbrücken das mit Nachrichten in Wort und Bild. Zunächst vom Radsport. Carsten Wolf, DDR. Und Rüdwan sucht immer Tanju Kolak, der mit 39 Treffern 1988 Europas bester Schütze war und hier zur Stelle ist und Rennemüller keine Chance lässt. Und 1:0 steht es nach 45 Minuten. Eine Führung, die sich die türkische Mannschaft aufgrund der ersten 30 Minuten durchaus verdient hat. Da spielte sie Kombination sicherer, ballgewandter, während die DDR-Mannschaft es versäumte, wirklich ein Powerplay aufzuziehen, während sie es versäumte, torgefährlich in Erscheinung zu treten, obwohl das Publikum hier in Magdeburg, das muss ich noch einmal deutlich unterstreichen, wirklich gewillt ist, der eigene Mannschaft kräftig den Rücken zu stärken. Noch können wir sagen, es ist Halbzeit. Noch sind nicht alle Fälle weggeschwommen, aber die Ausgangsposition ist natürlich alles andere als glänzend. Und sie erinnert ein wenig an jene vor 13 Jahren, 1976, spielten wir mit 6 Dresdnern gegen die Türkei, gingen früh in Führung, kamen dann aber auch über ein 1:1 nicht hinaus. Hoffen wir, dass unsere Mannschaft nochmal die Kraft hat, die Nerven hat und auch das spielerische Vermögen, um aus dem 0:1 nach den ersten 45 Minuten vor 23.000 Zuschauern vielleicht doch noch einen Sieg zu erzielen. Wir werfen einen Blick. Es würde mich nicht überraschen, wenn schon der kleine Hallenser Darius Wosch hier in diese Mannschaft hineinkommen würde. Allerdings könnte es auch der Fall sein, dass sich das Trainer-Trio Manfred Zapf, Heinz Werner und Frank Engel diesen Griff noch aufheben. Hier Manfred Zapf, der jahrelang hier in Magdeburg zu Hause war, mit dem 1. FC Magdeburg den bisher einzigen Europacup für eine DDR-Mannschaft und mit einer DDR-Mannschaft errang. Daneben Frank Engel, der viele Junge kennt. Ulf Kirsten, Andreas Thom, Thomas Doll, Matthias Lindner. Mit diesen Jungen war er bei der Europameisterschaft 1984 in Moskau dabei.
achten wir auf den Anstoß, den die DDR-Mannschaft jetzt vollziehen wird. Auf ihrem Bildschirm von links nach rechts Andreas Thurm. Wenn ich es richtig übersehen habe, dann spielt die DDR-Mannschaft so weiter, wie sie in der 45. Minute aufgehört hat. Und man kann nur hoffen und wünschen, dass unserer Mannschaft jetzt ein schneller Ausgleich gelingt. Dann ist noch vieles möglich. Kirsten. Attackiert vom Linksverteidiger mit der Nummer 3 von Simi. Matthias Ammer. Schnell gespielt, Kirsten Stübner. Gut aufgepasst von Frank Rode. Sammer auf Turm. Wir dürfen eins nicht machen, wir dürfen die Türken nicht ins Spiel kommen lassen, dann machen wir sie stark. Andreas Trautmann. Tja, hier gibt es sicher die gelbe Karte. Für Uyur, für den Mann mit der Nummer 7. Zünet, der Kapitän. Ja.
Rolf Stübner. Lindner. Mit dem rechten Fuß kann er das zweifellos besser. Thomas Doll, Freistoß für die DDR-Mannschaft. Gespielt sind bereits 6 Minuten in der zweiten Halbzeit. Nach wie vor Führung der türkischen Nationalmannschaft von 1:0. Yusuf hatte da sein Bein ausgestreckt. Thomas Doll behandelt von Dr. Hensch. Hier sehen wir Manfred Zapf, Heinz Werner, Frank Engel, Fritz Wuttke, der Mannschaftsleiter, Horst Friedel, der Masseur. Die Aufregung auf der Bank ist zu verstehen. Turm. Kein Abseits, kein Abseits. Lindner stand noch hinter Rüdmann. Und kreuzgefährlich. Kreuzgefährlich. Und hier hat, glaube ich, Rüdwan bewiesen, dass er momentan einer der gefährlichsten Angreifer ist, die es in Europa gibt. Hier waren wir mit Fortuna im Bunde. Es macht sich nachteilig bemerkbar, zweifellos, dass wir von den Außenverteidigerpositionen keine Leute haben, die im Stile von Außenstürmern zusätzliche Gefahr bringen. Überraschungsmomente. Sammer. Die hautnah markierten Stürmer Kirsten und Thom allein können es nicht schaffen. Und aus der mittleren Zone heraus gelang es Minge und Sommer im Wechsel auch noch nicht effektiv Thom und Kirsten zu unterstützen. Doll. Ralf Minge. Sehr schön, wie er sich hier nach oben geschraubt hat. Hoppla. Stübner. Thom. Und Lindner. Wieder Rüdwan. Hier sieht man die Ballfertigkeit auf engstem Raum. Ünal. Kirsten Lindner.
türkischen Fußballer haben in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Ausländische Trainer haben vor allen Dingen in taktischer Hinsicht viel eingebracht. So Veselinovic, ein Jugoslawe bei Fenerbahce. Und auch der Engländer Milner bei Besiktas. Eckball, Eckenstand 8:1 für die DDR-Mannschaft. In diesem Falle interessant, vielleicht für Sie, verehrte Fußballfreunde. Aber Tore stand 0:1. Führung für die Türkei. Doll. Rode war damit vorne aufgetaucht. Ja, wenn es doch mal klappen würde. Doll, Minge. Sammer auf Doll. Lindner, Turm, Kirsten. Heinz Werner läuft in Richtung René-Müller-Tor und winkt möglicherweise Wosch heran. Achtung, Kirsten! Und der Kapitän klärt Sünet. Nein, der Lokalmatador Markus Wuckel kommt heran. Auf die Zeitlupe gespannt. Noch haben wir Zeit, noch haben wir Zeit, jawohl, Achtung. Recep nimmt Kirsten in die Zange. Naja, wir nehmen es erstmal dankend an. Noch ist es nicht vollbracht. Leicht bringt's die Wende. 14. Minute der zweiten Halbzeit. Lindner Matthias, der Leipziger. Eigentlich ein Mann mit Nerven. Inzwischen noch eine gelbe Karte für einen türkischen Spieler. Für Sünet, für den Kapitän. Also, atmen wir noch mal durch. 15. Minute in der zweiten Halbzeit. 1:0 für die türkische Mannschaft. Die Möglichkeit für die DDR-Mannschaft auszugleichen durch Matthias Lindner per Foulstrafstoß. Engin gegen Lindner. Und Engin hält! Die Türken werden sagen, ausgleichen die Gerechtigkeit. Wir müssen wohl sagen, es passt ins bisherige Bild.
was unsere Nationalmannschaft hier in diesem WM-Qualifikationsspiel geboten hat. Wir haben die Möglichkeit, das Tor aus anderer Perspektive vielleicht noch mal zu sehen. Die Chance wäre jetzt gegeben. Ja. Signalisiert, telegrafiert, natürlich auch gut reagiert von Engin. Tja, jetzt macht sich natürlich Unruhe breit wie ein Bacillus bei fast allen. Hoffentlich steckt er nicht noch Markus Wuckl an, der möglicherweise in wenigen Augenblicken in diese Partie kommt. Ein schussstarker Mann. Es wäre sein zweites Länderspiel. Lindner. Rode. Sammer. Und Lindner. Tja, wenn so ein Ball mal sitzen würde, zur Ehrenrettung von Matthias Lindner muss ich sagen, dass er mir trotz allem, wenn man das überhaupt bei diesem Spiel der DDR-Mannschaft sagen kann, am besten gefallen hat, vom Kämpferischen her, vom Aufbegehren. Und Rode. Thum. Nein, nein. Auswechslung. Für Stübner kommt mit der Nummer 14 Markus Wuckl. Der Magdeburger, also ein Stürmer für einen Mittelfeldspieler. Wir registrieren die 18. Minute der zweiten Halbzeit. Und der Magdeburger wird von den vielen Magdeburgern natürlich mit Beifall empfangen. Sehen wir es, eine Schwalbe macht natürlich noch keinen Fußballsommer. Und auch die türkische Mannschaft hat mit der Nummer 15 Edal Keser bereit. Ein 25-Jähriger im 28. Länderspiel. Ein ballsicherer Spieler, der in der BRD Bundesliga spielte, in Dortmund in Schalke. Und sicher jetzt dafür sorgen soll, dass der Ball weitestgehend in den eigenen Reihen gehalten wird. Hier nochmal dieses Knallbonbon von Matthias Lindner. Aber auch die reaktionsschnelle Parade von Engi. Das ist klar, Lindner ist häufig der freie Mann auf der linken Verteidigerposition, aber kein gelernter Außenverteidiger, kein gelernter Stürmer. So versucht er es meist mit Flugbällen.
Trautmann. Hier Ralf Minge, es wird ganz schwer. Diese gut gestaffelte türkische Mannschaft, die auch viele kopfballstarke Abwehrspieler in ihren Reihen hat, noch aus den Angeln zu heben. Dazu macht diese Mannschaft einen zu geschlossenen Eindruck. Ohne dass wir sie in die europäische Spitze heben wollen. Ich bin sicher, Erdal Keser wird gleich weiterspielen können. Da war nichts weiter gewesen, das hat man gesehen. Auch der Schiedsrichter Jan Damgaard aus Dänemark, an dem es wahrlich nicht liegt, dass wir zu diesem Augenblick 0:1 im Rückstand liegen. Minuten nicht zu sehen, Tanju Kollak mit der 10. Aber dann im Bilde, wenn man kaum mit ihm rechnet. Auch ein Gütesiegel für einen Torjäger. Kirsten. Ja, da kann es einem schon den Schweiß auf die Stirn treiben. Turm. Von Andreas Turm, bei aller Quirligkeit, bei allem kämpferischen Einsatz, noch kein Torschuss, auch nicht von Kirsten. Ein Torschuss von unseren beiden Spitzen. Das zeigt auch, wie unflexibel wir unser Angriffsspiel bisher gestaltet haben. Trautmann. Adaptiert von Wuckel. Sammer. Minge. Ja, so einen Ball optimal zu treffen, da gehört auch ein wenig Glück dazu. Die Hand war mit im Spiel. Rüdwan, klasse gemacht.
Also wenn sich nicht mal die Dresdner verstehen, wie jetzt Sammer und Kürsten, dann ist das ein bedenkliches Zeichen. Rüdwan. Turm Rode. Tanju Kolak. Also wenn nicht noch ein Wunder passiert, dann ist der Zug abgefahren. Das ist immer gewagt, so eine Prognose. Sie wissen es, mit einem Gewaltschuss kann plötzlich Stimmung aufkommen, sich das Blatt noch wenden. Aber da läuft zu vieles nebenher statt miteinander, als dass man noch sehr viel Hoffnung haben könnte. Tanju Kolak. Rüdwan läuft schon wieder in Stellung. Pausenlos auf Achse. Sammer. Sehen Sie, das ist erstklassig. Attacke und dann noch im Ballbesitz bleiben. Riskant. Doll. Rüdwan. Erdal Kesa. Und wieder wie ein Habicht auf der Lauer, Rüdwan. Kirsten. Buckel. Und jetzt. Matthias Sammer. In Tornähe momentan ein Nervenbündel. Tatsächlich eklatant momentan seine Chancenverwertung. Die letzte Viertelstunde bricht an vor 23.000 Zuschauern im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion. Und die türkische Nationalmannschaft führt nach wie vor durch das Tor von Tanju Kolak in der 21. Minute mit 1:0. Und nach einer vorübergehenden Druckphase mit einem Hinterhaltsschuss von Lindner in der 60. vorher mit einem vergebenen Strafstoß von demselben Leipziger Spieler haben die Türken mittlerweile das Spiel wieder besser unter Kontrolle. Gelbe Karte für Oyuz mit der Nummer 9, das heißt, im nächsten Qualifikationsspiel kann er nicht dabei sein. Es ist seine zweite Karte, also am 10. Mai gegen die Udesizer in der Türkei. Jetzt Buckel, er hat einen Schuss. Versucht wenigstens. Wir sind da schon bescheiden geworden in unseren Ansprüchen. Ja.
Jukolab und hier hat man gesehen, was dieser Mann auf der Pfanne hat, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite haben wir Kirsten gesehen, wie er den Ball verzogen hat, Volley. Und hier haben wir gesehen, wie dieser Mann mit dem linken Bein das Tor nur um Zentimeter verpasst hat. Nochmal aus anderer Perspektive. Wieder Rüdwan, der Vorbereiter. Und aus diesem Winkel. Das war das 2:0 für die türkische Mannschaft, das in der Luft lag. Turm auf Sammer. Doll. Jeder Einzelne, das wollen wir nicht verkennen, zeigt das, was man natürlich von Anbeginn unbedingt erwarten musste. Einsatz, Kampfkraft. Aber das ist nichts Besonderes in einem WM-Qualifikationsspiel. Das setzt man voraus. Noch knapp 12 Minuten Hoffnung. In den Rückraum gespielt, Tanju Kolak. Missverständnis zwischen ihm und Erdal Keser. Festgehalten von Sünet, dem Kapitän, mit der Nummer 14. Kommt jetzt Yedikali Gökhan von Ankara Gücü für die Nummer 9, für den Verwandten Oyus. Und noch 10 Minuten zu spielen beim Stande von 1:0 für die türkische Mannschaft. Zehn Minuten noch zu spielen im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion vor 23.000 Zuschauern. Die DDR-Mannschaft versucht es jetzt mit der Brechstange, den 0:1 Rückstand noch wettzumachen. Aber sieht beim besten Willen noch nicht danach aus. Dieser Flugball ist gewissermaßen eine Bestätigung dafür. Hier der eingewechselte Mann. Gökhan 2, könnte man sagen. Alle türkischen Spieler werden mit dem Vornamen eingeblendet. Kein Bruder des Liberos. Keskin Gökhan mit der Nummer 5. Gut gemacht, der Fuckel. Aber hier sehen wir auch die Antrittsschnelligkeit der Abwehrspieler. Der Männer mit dem Halbmond auf dem Trikot. Eckball, 9 Minuten vor dem Abpfiff beim Stande von 1:0 für die Gäste aus der Türkei. Doll. Jetzt muss der Ball aber noch kommen. Frank Rode hält es jetzt schon lange nicht mehr hinten.
Tanju Kollak mit der 10. Ein kleiner Mann. Lauert auf seine Chance. Und jetzt kommt die Türken normal. Übermachtspiel. Mit der 14. Gökhan. Erdan Kesal. Ganz links stand Tanju Kollak frei. Andreas Thurm. Sieben Minuten noch. Und Drittwan hat er den Mut, im Solo davon zu stiefeln. Aber hat René Müller zum Glück gut aufgepasst. Buckel schießt den eigenen Mann an. Sammer. Freistoßmöglichkeit nochmal für unsere Mannschaft. 6 Minuten vor dem Abpfiff. Wenn ein Tor fällt für uns, dann glaube ich nur aus einer Standardsituation heraus, aus der Kombination heraus schon nicht mehr. Eckball. Eckenstand, sage und schreibe 13:2 für die DDR-Mannschaft, aber Tore stand 0:1. Es gelingt nichts. Es gelingt nichts. Ralf Minge aus nächster Distanz. Vorher war der Arm oben von dem gut amtierenden Schiedsrichter Jan Damgaard aus Dänemark, der in seinem 6. Länderspiel ist. Das ist der Stand der Dinge. 5 Minuten vor dem Abpfiff. Und es sieht nicht danach aus, als könnte die DDR-Mannschaft in den letzten 5 Minuten gegen diese ballsicheren und mannschaftlich weit geschlossener wirkenden Türken noch den Spieß herumdrehen. Im Gegenteil, über weite Strecken blieb bisher alles Stückwerk in unserer Mannschaft. Harmlos, ohne zündende Ideen. Ohne mannschaftliche Geschlossenheit. Positiv allein das Aufbegehren, das kämpferische Aufbegehren hin und wieder. Aber ansonsten Fehlanzeige. Nach Lage der Dinge wird sich hier kaum noch etwas ändern. In Abseitsposition Rüdwan, der Mann, der wohl hier am meisten über den Rasen des Ernst-Grube-Stadions gestiefelt ist. Ünal. Sammer vorbei. Tanju Kollak in freier Position. Uneigennützig Tor.
2000 türkischen Anhänger können jubeln. Nun ist der Sack zugebunden. Wieder eine Gemeinschaftsproduktion zwischen Rüdwan und Tanju Kollak. Tanju Kollak uneigennützig zu Rüdwan. Und der lässt Müller keine Chance. 2:0. Eine verdiente Führung der türkischen Mannschaft, die in allen Belangen besser war als unsere Mannschaft. Beim besten Willen, das war keine Elf, das waren 11 Einzelspieler, die mehr und mehr von einer Verlegenheit in die andere stürzten. Damit können wir wohl sagen, Arrivederci Italia 90. Und die Redakteure der Fußballwoche brauchten eigentlich nicht lange nach einer Titelzeile zu suchen. Es träfe den Kern, wenn sie jene nach dem 1:1 von 76 in Dresden gegen die Türken nur austauschen würden. Enttäuschend auf der ganzen Linie. Wenn der Leipziger Matthias Lindner der gefährlichste Angreifer der DDR-Mannschaft war, der Linksverteidiger, dann ist das ein Fakt, der nicht alles sagt, aber vieles. Mit dieser Leistung, so nüchtern und eindeutig muss man das sagen, haben wir auch bei der WM-Endrunde in Italien wirklich nichts zu suchen. Anerkennung der türkischen Mannschaft, die schnellere Fortschritte gemacht hat als wir in den letzten Jahren und die ihre Chance hält, nach 1954 das zweite Mal bei einer Weltmeisterschaftsendrunde dabei zu sein. Das nächste Spiel für die türkische Mannschaft am 10. Mai gegen die UdSSR zu Hause. Unser Gang nach Kiew, wie schwer der sein wird, das brauche ich nicht näher zu erläutern. Der Gang zum Vize-Europameister am 26. April. Jubelgesänge im Block der türkischen Anhänger. Dass wir ohne etatmäßige Außenverteidiger gespielt haben, waren durchaus berechtigt. Natürlich ist man immer schlauer, wenn man aus dem Rathaus herauskommt. Aber die beiden Spitzen, die torgefährlichen Tanju Kollak und Rüdwan, die beide in einer sogenannten Weltauswahl spielten, haben die Entscheidung am Ende erzwungen. Gegen sie fanden wir in entscheidenden Sekunden kein Mittel. Gökhan, Außennetz. Yedikali Gökhan von Ankara Gücü. Tja, in den letzten Minuten sind wir sogar zum Spielball dieser türkischen Mannschaft geworden, die keinesfalls, das sagen wir nochmal deutlich, europäische Klasse, Spitze verkörpert. Aber wie weit weg wir davon gegenwärtig sind, das haben diese 90 Minuten gezeigt. Es sind jetzt schon 2 Minuten Nachspielzeit im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion, wo die türkische Nationalmannschaft durch Tore von Tanju Kollak und Rüdwan verdientermaßen mit 2:0 führt. Und auch keine Mühe hat, die harmlosen DDR-Angriffe abzublocken.
Ralf Minge. Am Ende ein deprimierendes Resultat, das hoffentlich...